und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Ich zeige euch heute zwei Akkorde. Akkorde sind Töne, die man gleichzeitig zusammenspielt. Ich zeige euch den C-Akkord und den G7. Kommt her an die Tasten. Der C-Akkord hat drei Töne. C, der übernächste, E und wieder der übernächste, G. Ich spiele sie mit den Fingern 5, 3, 1. Ein Akkord kann ich aufwärts spielen oder abwärts spielen. E, E, C. In unseren Stücken meistens aber gleichzeitig. Mit den Fingern 5, 3, 1. Der zweite Akkord, den ich euch zeigen möchte, ist der G7. Der untere Ton des C geht zum H, das E geht ein Ton aufwärts und das G bleibt. Und wir nehmen den fünften Finger und spielen A, F, G. Oder gleichzeitig. Ihr hört, dieser Akkord klingt etwas spannungsvoller und meistens kommt danach wieder der C-Akkord. Also die beiden Akkorde C und G7 wechseln sich meistens ab. Wenn es euch schwerfällt, dann klappt mal den Klavierdeckel zu. So, der C-Akkord geht 5, 3, 1. Wenn euch das schwer fällt, dann spielt mal 5, 1. 5, 1 und nachträglich drückt den dritten Finger runter. Nochmal 5, 1 und runter mit dem dritten Finger. Und jetzt alle drei gleichzeitig. Der G7-Akkord hat die Finger 5, 2, 1. Spielt sie mal nacheinander mit 5, 2, 1. Und wenn es euch schwerfällt, 5, 1 und nachträglich der zweite. Nochmal 5, 1. Und nachträglich der zweite. Wir spielen nochmal den C-Akkord. Und 5, 1 und der dritte Finger. Wir spielen den G7, 5, 1 und den zweiten Finger. Drück auf Pause, mache das ein paar Mal, bis es bei dir klappt. Diesen Wechsel, C-Akkord, und G7, da muss der 5, 2, 1. Und nochmal 5, 3, 1. 5, 2, 1. Wenn das klappt, dann können wir den Klavierdeckel wieder aufmachen und wir spielen den C-Akkord 5, 3, 1. Zuerst G, dann den dazu. Jetzt den G7. C-Akkord so, C, G7, A, F, G und wieder C-Akkord, 5, 3, 1, G7, 5, 2, 1 und zum Schluss wieder den C-Akkord.
gemacht, drück auf Pause und spiel es für dich ein paar Mal. Ich wünsche dir Happy Playing. Tschüss!